श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सदिगौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सष्टक गंध प्रणाम चंद लोटस मन गुरुदेव नित्य लील प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत शिष्यमत भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज Beten seine grundlose Barmherzigkeit und meine Sashtaganga Pranams zu. Lotus Füßen von Shri Bhakti Vichara Vishnu Goswami Maharaj. Bhakti Sarag Muni Maharaj, allen Rupan und Guru Vargas. Und heute speziell zu den Lotus Füßen von Shri Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj. Sein heiliger Erscheinungstag ist heute. Es wird gesagt, Hari Guru Vaishnava Dinerasmaran. Dinerasmarane Sarva Vigna Vinasham. Wenn man sich erinnert an die Lotusfüße, an Hari, an den Herrn Krishna, an Guru, an Vaishnavas, wenn man sich an die erinnert, alle Hindernisse auf dem hingebungsvollen Pfad verschwinden einfach. Ne? Das ist das Geheimnis. Es gibt so viele Probleme, im späteren Leben gibt es ja. Aber man erinnert sich einfach an Krishna, man erinnert sich an Guru, man erinnert sich an die Vaishnavas. Und all diese Probleme, die wie riesige Berge daherkommen, vom Horizont schaut es aus, als ob dich die erschlagen würden. Aber wenn sie näher kommen, bleibt nur mal so ein Kieselstein über. Das ist Krishnas, Vaishnavas und Gurus mystische Kraft. So, das Einzige, was man zu tun hat in dieser Welt, dass man nicht vergisst, Krishna, dass man sich an ihn erinnert. In den Shastra wird eben gesagt, auch Satatam Smartavyam Vishnu, Vismartayo na Jatuchit. Man sollte sich immer an Vishnu, an Krishna erinnern und man sollte ihn nie vergessen. Das ist alle anderen, Sarva Vidhi Nishedasyur Etayor Eva Kinkaraha. Alle anderen Regeln, Vidhis, das was man machen sollte, und Nisheda, was man nicht machen sollte, die sollten die Diener sein von diesen beiden Prinzipien. Das heißt, wenn man sich an Krishna erinnert, dann passt alles. Und Bhakti Thakur, wir haben das nice Lied gesungen, ich wollte es eigentlich ein bisschen erklären auch. Ihm hat es gut getan, er ist davongelaufen. Das ist genau das Lied, wo man rauskommt aus diesem Kampf mit dieser materiellen Welt. Ne? Jeder muss hier kämpfen, das ist ein Platz, das ist nicht so einfach. Diese Maya macht es einem nicht leicht hier. Ne? Das, glaube ich, hat jeder von uns irgendwie schon begriffen. Aber eins hat Bhaktivinoda Thakur in diesem Lied jetzt begriffen. Ekona heißt jetzt. Ekana Bhujino Prabhu, jetzt, oh Herr, jetzt habe ich es verstanden, ich habe es kapiert. Jetzt hat es endlich da mal Klick gemacht. Da. Jetzt habe ich es kapiert. Was ist es? Tomara Charana Ashoka Abhay Amrita Purna Sarvakshan. Deine Lotusfüße, oh Krishna, die sind gefüllt mit Freiheit von Lamentation. Da gibt es nichts zum Jammern. Da gibt es nichts zum Beschweren. Also in Wien ist ja das normal, dass jeder nur herumjammert und mosert. Ne? Das ist aber bei Krishnas Lotusfüßen gibt es keinen Grund. Abhay, es gibt keine Angst. Muss man sich mal vorstellen, man hat keine Angst mehr, was das für ein Luxus ist. Jeder hat Angst in dieser Welt und vor allem hat jeder Angst, wenn man irgendwann einmal den Körper verlassen muss. Davor hat jeder Angst. Es steckt einfach latent drinnen. Aber warum hat man bei Krishnas Lotusfüßen keine Angst? Weil der Ort ist Amrita. Da gibt es keinen Tod. Das ist Nektar oder eine andere Bedeutung ist Amrita. Kein Tod ist dort. So, wie versteht man das? Das haben wir schon so oft gehört. Ne? Das ist ja nichts Neues, dass man das hört. Bei Krishna gibt es keine Probleme. Aber wie versteht man es? Man kann es hören. Wie kann man sich daran erinnern, erst einmal? Das ist das erste Mal. Wir hören so viele Dinge, 100 Mal und so oft hört man es, aber wie kann man sich daran erinnern? Indem man mal Vertrauen hat. Okay, das stimmt.
Oder beziehungsweise von der Person, von der man hört, man versteht, okay, der irgendwie steht, der ist verbunden da mit echten Dingen, mit der Wahrheit. Wenn man das Gefühl kriegt und die Überzeugung kriegt, dann kann man sich auch daran erinnern. Wenn man kein Vertrauen hat, dann hört man es und man kann sich in 5 Minuten nicht mehr erinnern, was war. Aber wie kann man es verstehen hier auch? Wie kann man das verwirklichen? Dass es wirklich so ist, dass bei Krishna nichts zum, dass es keine Probleme gibt. Vaikuntha, der Name Vaikuntha für die spirituelle Welt bedeutet keine Probleme. Das ist eine Bedeutung davon, da gibt es nichts, keine Probleme. Eine Bedeutung, es gibt kein Limit, keine Grenze da, das ist alles unendlich. Ne? Aber eine Bedeutung, Kunta heißt Probleme. Diese Welt hier, in der wir jetzt leben, die nennt man Sakunta Jagat. Das ist das Universum mit Problemen. Das andere ist Vaikuntha Jagat. Das ist die Welt ohne Probleme. Wir leben gerade in der Welt mit den Problemen. Ne? So, wie kommt man hier raus? Bei Krishna gibt es keine Probleme. Aber um das zu verstehen, da muss man eines machen und da kommt man nicht drum herum. Man muss sich einfach Krishna ergeben. Krishna heißt auch Krishnas echten Vertreter. Jemand, der wirklich ein Guru ist, Satguru. Jemand, der wirklich von Krishna hier ermächtigt ist, von Krishna hier geschickt wird, um die Seelen zurückzuholen. Ne? Wenn man sich so einer Person hingibt, dann kann man das verstehen. Und Bhaktivinoda Thakur sagt, Sakala Chadiya Tuya Charana Kamala. Ich habe alles aufgegeben, ich habe alles hinter mir gelassen und bin zu deinen Lotusfüßen gekommen. Padyachyamin, Charana Kamale Padyachyaminate. O Herr, ich bin zu deinen Lotusfüßen gefallen. Dhavapada Tale. Ich bin jetzt da sozusagen im Schatten deiner Lotusfüße. Da ich alles aufzugeben ist keine einfache Sache. Krishna sagt dasselbe in der Gita, Sarvadharma Parityaja, Mamekam Sharanam Braja, selben Worte. Krishna sagt, gib alles auf, deine ganzen Vorstellungen, die du hast in dieser Welt und komm einfach zu mir. Ich übernehme den Rest. Krishna verspricht es. Haben wir auch bestimmt schon oft gehört. Aber wie kriegt man es ins Herz, ne? Indem man wirklich das macht, was Krishna vorschlägt auch. Ne? Krishna sagt zu Arjuna, komm zu mir, lass alles liegen und stehen und komm zu mir. Arjuna hat nicht Sannyas genommen, ne? Man muss auch eins verstehen. Arjuna hat seine Pflicht erfüllt. Aber gib deine Vorstellungen auf, gib deine ganzen Misskonzepte auf und komm einfach. Ich übernehme den Rest. Und Bhaktivinoda Thakur hat gesagt eben, jetzt habe ich es verstanden nachher, warum, weil ich bin gekommen, habe alles hinter mir gelassen, jetzt gehöre ich dir. Dhavapada Padmanatha Rakshebe Amare. Und ich weiß, deine Lotusfüße werden mich beschützen. Das ist die Überzeugung, das nennt man Shraddha. Dass man überzeugt ist davon. Rakshishatiti Vishwaso. Diese Überzeugung, dass Krishna mich beschützen wird. Ne? Das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. Und Krishna wird es auch ein bisschen testen wahrscheinlich, ne? Wenn man das macht, Krishna testet es, aber Krishna beschützt jeden, der sich ihm hingibt. Das ist sein Versprechen. Ara Rakshakartanai Ebhava Samsare. In diesem materiellen Samsara, in dieser materiellen Welt, es gibt keinen anderen Beschützer. Wer kann dich beschützen? Der Doktor? Das Geld? Die Mama? Wer kann dich beschützen? Hier, Polizisten? Leibwächter? Bodyguards, können Sie dich wirklich beschützen? Tod ist schon im Inneren. Ne? Niemand kann dich hier beschützen. Der Tod ist schon, wenn du geboren wirst, der Tod nimmt auch Geburt mit dir. Der ist immer mit uns. Ne? Der kann man nicht, man kann, so, wer kann dich beschützen? Der einzige Tod ist Krishna. In Sanskrit, der Tod heißt Kala. Die Zeit und Tod haben dasselbe Wort. So, Krishna ist die Zeit. Er ist derjenige, der in der Form von der Zeit erledigt er jeden. Niemand bleibt verschont. Ne? So deswegen, er ist der Einzige, der einen beschützen kann.
Und diese Zeit, die man mit Sadhu Sangha verbringt, diese Zeit, die man mit Krishnas Namen verbringt, die man mit Krishnas Bhajan verbringt, diese Zeit ist nicht unter dem Einfluss von der materiellen Zeit. Die ist nicht weg, sonst jeder Tag ist weg, finished. Ein Tag, Sonne geht unter, einer weniger. Bis irgendwann einmal ist nichts mehr über, dann gibt man den Körper auf. Und nichts bleibt da über von dieser Zeit. Wenn ein Moment weg ist, ist er weg. Du weißt nicht einmal, wo er hingegangen ist. Ne? Die Zeit ist so mystisch. Moment ist weg und weg. Du kannst nie wieder kriegen diesen Moment. Egal wie schön er war oder egal wie schlecht er war, ist egal. Aber es kommt nie wieder. Das ist mystisch. Es kann niemand verstehen, wie diese Zeit funktioniert. Ne? Aber das ist Krishna. Aber dieser selbe Krishna, diese Zeit, die man für ihn verwendet, die bleibt einem. Die nimmt man mit. Nabhikramanashasti pratyavayena vidyate svalpamapyasa dharmasa trayate mahato bhayat. Man kommt raus aus diesem Wahnsinn, wenn man nur ein bisschen was macht für Krishna. Er sagt, svalpamapyasa dharmasa, ein bisschen, ein Funken von diesem Dharma. Dharma hier bedeutet Bhakti. Und trayate mahato bhayat, von dieser großen Gefahr, nämlich Zeit, die alles mehr oder weniger da vernichtet, ne? Man kommt raus aus dem. Mit ein bisschen Dharma. Und nichts ist verloren. Nehabikramanashasti pratyavaye navidyate. Nichts wird weniger. Was immer du, welchen Namen du chantest für Krishna, welchen Service du machst für Krishna, das bleibt dir. Das bleibt dir. Alles andere in dieser Welt, was bleibt da? Nichts bleibt da über. So, und es wird auch nicht weniger, es wird auch nicht zerstört. So, mit dem Verständnis, das Verständnis kriegt man erst, wenn man zu Krishna kommt und sagt, okay, jetzt gehöre ich dir. Wir können eh schon ihm, wir wissen es nur nicht, wir denken nur, ich bin der Macher. Ne? So, in dieser Welt gibt es niemand anders, der uns beschützt. Amitava Nitya Das. Jani nu ebal, jetzt dieses eine Mal, jetzt habe ich es endlich verstanden, jetzt weiß ich, jetzt habe ich es erkannt, dass ich dein ewiger Diener bin. Vorher waren wir es auch schon, wir waren es immer, ne? Nur haben wir es nicht verstanden, das ist das Problem. Die Menschen alle hier, alle Lebewesen, nicht nur die Menschen, alle sind sein ewiger Diener. Nur manche verstehen es und manche verstehen es nicht. Das ist der einzige Unterschied. So, jetzt, Bhakti und Thakur, jetzt habe ich es verstanden. Dieses Mal, jetzt habe ich es endlich kapiert. Amara Palana Bhara Ekana Tumara. Diese Bürde, diese Last, Bhara heißt Last, die ich mit mir herumgeschleppt habe, mich einfach zu erhalten in dieser Welt, die gehört jetzt dir. Sagt Krishna, Ekana Tumara, die ist jetzt dein. Weil ich bin dein Diener, du bist mein Meister, jetzt gehört die Erhaltung. Die Last kannst du jetzt tragen. Für Krishna kein Problem, er ist allmächtig. Krishna kann die Last von allen tragen und spürt trotzdem noch nichts. Ne? Ananta Dev, Ananta ist Krishnas Erweiterung. Also was ich, nach wie vielen Erweiterungen kommt, Ananta Dev ist von Vishnu. Er trägt all die Universen aus seinem Kopf und er spürt es nicht einmal. So, was ist das Problem, ob er unser Leben dann noch trägt oder nicht? Das ist nichts für Krishna. Für uns bist beschäftigt den ganzen Tag, ne? Aber es ist Krishnas. Amara Palana Bhara Ekana Tumara. Jetzt diese Bürde, mich zu beschützen, die gehört dir, Krishna. Die gebe ich jetzt dir. Bodo Dukkha Payachi Svatantra Jivane. In meinem Leben der Unabhängigkeit habe ich so viel Leid erfahren, wenn man das verstanden hat. Das ist das, was heute, die Menschen wollen genau das Gegenteil. Ne? Alle wollen frei sein. Niemand möchte sich was sagen lassen von keiner Religion, von keiner Philosophie, von keiner Person, von keinen Gesetzen oder was immer. Jeder möchte frei sein. Die wollen machen, was sie wollen. Ne? Einfach. Aber das ist Bodo Dukkha Payachi. Ich habe großes Leid erfahren, nicht nur Leid, sondern großes Leid, wenn man einfach Svatantra Jivane, wenn man unabhängig leben möchte. Wenn man sich Krishna hingibt, dann kriegt man alles. Dann gehört einem das ganze Universum. Ne? Hanuman, Ram, Chandras,
Diener Nummer 1 ist Hanuman. So Hanuman hat als Ravan Sita gestohlen hat, ne? Dann hat er sie nach Lanka gebracht und im Ashoka waren dort gefangen gehalten. Und Ramchandra hat die Affenarmeen rausgeschickt in alle vier Himmelsrichtungen, sie sollen nach Sita suchen. Und Hanuman hat er in den Süden geschickt und Ramchandra hat gewusst, Hanuman wird sie finden. Und hat der Hanuman einen Ring von Sita Devi mitgegeben, damit Sita Devi auch glaubt, dass er von Ram kommt. Und dass er nicht irgendein Rakshasa ist einfach, der seine Form verändert hat. So Hanuman ist nach Lanka gesprungen. Mit der Kraft von Rams Namen, Jai Shri Ram, und ist rübergesprungen da, weiß nicht wie viel, 100 Kilometer. Und dann hat er Sita Devi auch dort gefunden, im Ashokavan, und hat ihr den Ring gezeigt und hat ihr gesagt, Ramchandra ist am anderen Ende, auf der anderen Seite vom Ozean, und er kommt. Und wenn du möchtest, kannst du auf meine Schultern setzen, ich spring rüber, ich bring dich zurück. Aber Sita Devi hat gesagt, no, kann das nicht. Und das ist die Aufgabe von ihrem Mann, dass er sie beschützt. So, Hanuman hat die Botschaft, hat ihr alles erzählt und dann gesagt, Hanuman, ich bin hungrig, oh, gibt's was zum Essen hier? Und sieht also das Garten, das ist voller Früchte, Bananen, alles da. So, Hanuman hat begonnen, den Garten zu verwüsten da und alles aufzufressen. Und dann sind die Wachen gekommen und haben begonnen zu kämpfen mit Hanuman. Und Hanuman hat einen nach dem anderen erledigt. Der hat umgebracht. Dann Ravan, die Nachricht ist zum König gekommen, dass da ein Affe den Ashokavan verwüstet. Und dann hat er seinen jüngsten Sohn Akshakumar geschickt. Und Akshakumar wollte mit Hanuman kämpfen. Hanuman hat ihn umgebracht auch. Hanuman war powerful, ne? Dann Ravan, als er gehört hat, dass sein Sohn umgebracht worden ist, hat er seinen ältesten Sohn Meghnad geschickt. Und Meghnad kam dann und hat Hanuman mit einem Seil von Brahma, Brahmas Waffe, einfach gefesselt. Und Hanuman ist aber so powerful. Hanuman, lange Geschichte, also wenn man mal ins Ramayana reinkommt. Hanuman hat die Segnungen von allen Halbgöttern bekommen. So Hanuman hätte kein Problem gehabt mit dieser Waffe, er hätte einfach dieses Seil zerreißen können. Aber er hat sich gedacht, okay, lass ich mich fesseln. Angegessen ist er schon, passt schon. Ich möchte den Ravan treffen, ich möchte ihn sehen, was das für eine Person ist. So hat sich fesseln lassen von Indrajit Meghnad und der hat ihm dann Ravan vorgeführt. Und Ravan hat gesehen, Hanuman ist powerful, das ist wirklich eine powerful Persönlichkeit. Hanuman hat auch erkannt, Ravan ist auch keine gewöhnliche Persönlichkeit, weil Ravan ist an sich kommt aus Vaikuntha. Er ist einer von Jain Vijay, einer der Torwächter von Vaikuntha. So Ravan, Hanuman hat erkannt, das ist eine große Persönlichkeit, er hat die Symptome einer großen Persönlichkeit gesehen. Und Ravan hat dann gefragt, Hanuman, wer bist du? Hat ihn gefragt, wer bist du? Hanuman hat gesagt, ich bin der Diener von Ram. Ram Das, ich bin Ram. Das ist ein, Ravan hat zum Lachen angefangen, Ram Das, du bist der Diener. Wie kannst du ein Diener sein? Ne? Diener ist ja sowas, wie sagt man, Unbedeutendes, sowas Beschämendes. Ne? Du solltest der König sein, du bist so stattlich erscheinen, du solltest König sein, so wie ich. Ich bin der Meister, ich bin der Herrscher von den drei Welten, hat Ravan gesagt. Ne? Voller Stolz, mit 10 Köpfen und 10 falschen Egos. Voller, ich bin der Herr der drei Welten. Ne? Dann Hanuman hat gesagt, du bist der Herr der drei Welten. Du kannst nicht einmal deine Lust kontrollieren, du kannst die drei Welten nicht kontrollieren. Ne? Aber Ravan ist jetzt zwar nicht geworden. Ne? Und Hanuman hat ihm dann gesagt, ich bin der Diener von Ramchandra, aber mir gehört die ganze Welt. Jemand, der Diener Gottes wird, dem gehört alles. Der ist überall zu Hause. Ne? Das ist so wie der Diener im Palast lebt mit dem König und dasselbe isst wie der König und genauso nice lebt wie der König, weil er einfach seinen Dienst dort macht. So macht man als Krishnas Diener in Krishnas Schöpfung seinen Dienst und ist überall zu Hause und alles gehört einem. Krishna gibt einem eh alles, was man braucht. So deswegen, Amenitva, Amitava Nitya Das, Janibo Ebar. Jetzt habe ich es endlich verstanden, ich bin dein ewiger Diener. Und es ist
Krishnas Diener zu sein. Wir haben Angst davor, ne? Diener zu sein in dieser Welt, weil man wird sehr leicht ausgenutzt. Speziell im Kali Yuga. Wenn man unterwürfig ist, dann nutzen das die Menschen aus. Aber wir sind sowieso die Diener. Wir dienen unseren Sinnen, wir dienen anderen Menschen, wir dienen ständig unserem Geist, wir dienen ständig. Wir sind nicht der Das, wir sind der ewige Diener. So, ein Devote, Rupa Goswami schreibt es auf, ein Devote kommt zu Krishna und sagt, Krishna, ich bin ein ewiger Diener von meinen Sinnen und von allem. Ich habe so viel Erfahrung im Dienen, jetzt möchte ich dein Diener werden. Ich habe so viel Joberfahrung schon als Diener. Du kannst alles mitbringen, deine ganzen Papiere. Wir haben gedient. Leben für Leben waren wir Diener von dieser Maya, Diener von den Sinnen, Diener vom Geist, Diener von Lust, Zorn, Gier, all diesen Dingen. Und eben der Devote sagt, ich habe diesem Meistern voll gedient. Ich war voll hingegeben. Ich habe alles gemacht für die, aber die waren nie zufrieden. So mit derselben Erfahrung, mit derselben, das möchte ich für dich machen, Krishna. Bitte gib mir deinen Dienst. Wir haben mehr Erfahrung. Dem Geist kannst dienen, wie du willst, das ganze Leben lang, der ist nie zufrieden. Ne? Und andere Menschen auch meistens nicht. Du kannst dienen. Ich habe das Renga hat mir, ich habe das ihm erzählt. Du kannst 60 Jahre deiner Familie dienen, wenn du stirbst. Nach 3 Tagen haben sie dich vergessen, ne? Finished, ist vorbei. Und er hat gesagt, schon vorher, so bevor man stirbt, haben sie einen schon vergessen. Das ist diese Welt. Ne? Wir sind Diener von undankbaren Meistern. Wir haben unser Leben gegeben den Meistern, die uns eigentlich kennt, das nicht, die das nicht wertschätzen. So mit demselben, mit der Haltung, kommen wir zu Krishna. Okay, Krishna, ich bin eh schon Diener, ich bin perfekt ausgebildet, habe alle möglichen Erfahrungen, ich gebe es. Ich möchte dir dienen. So, Bada Dukkha Payace Svatantra Jivane. Wenn man unabhängig sein möchte, hat man so viel Leid. Selbst wenn man Ravan ist und so powerful ist. Ravan, er hat Lord Shiva verehrt. Ne? Und Ravan hat sich vor niemandem verneigt. Einfach, Ravan ist der Inbegriff vom Ego, vom falschen Ego und vom Stolz. Ne? So, Ravan hat sich vor niemandem verneigt. So, er hat sich vor Lord Shiva hat er sich nicht verneigt, aber er hat den ganzen Kailash aufgehoben mit Shiva und Parvati und hat ihn auf seinen Kopf gegeben, dass er sich auch nicht verneigen muss. So, das war sein Stolz. Ne? Und selbst wenn man so powerful ist wie Ravan, muss man leiden in dieser Welt. Wenn man versucht, unabhängig zu sein. Ne? Lord Shiva hat dann mit seiner mystischen Power, Lord Shiva hat dann mit seinem Zeh so ein bisschen auf den Kailash drauf gedrückt. Dann ist der ganze Berg runter und die Finger waren eingeklemmt von Ravan. Ne? Er hat gedacht, er gibt niemanden, er verneigt sich von ihm. Er hat einfach den Hügel hochgehoben, den ganzen Berg, und hat ihn auf seinen Kopf gehalten. Und Shiva hat dann so mit seiner Zehe so ein bisschen drauf gedrückt und hat ihm dann die Finger eingeklemmt. Und dann hat er zu singen begonnen, Ravan. Das ist das berühmteste Gebet zu Lord Shiva danach. Weil er so volliger Devote und hat dann, Lord Shiva war dann happy und hat ihn wieder freigelassen. Aber selbst wenn man so mächtig ist in dieser Welt, wo wir Lichtjahre davon entfernt sind, man ist unabhängig, man muss leiden. Ne? Man denkt, ich kann, ich habe mein Geld, ich habe mein was ich was. Ne? Aber Govinda Das Kaviraj sagt, ey Dhana Jovana Putra Parijana Iteki Ache Paratitire. Was machst du mit deinem Geld, mit deiner Jugend, mit deiner Familie, mit deinen Freunden? Was ist da Substanz? Das Kamala Dala Jala Jivana Talamala. Dein Leben, das tanzt wie ein Tropfen auf einem Lotusblatt. Wenn du ein bisschen wackelst, ist es weg. Das ist unser Leben. So, deswegen, da kriegt man eine Menge Leid, wenn man glaubt, man muss alles selber machen. Und ich brauche keinen Krishna und ich brauche keinen Guru und ich brauche keine Vaishnavas und ich brauche keine Regeln und ich brauche das nicht. Ich mache das so, wie ich möchte. Das ist die Linie, die man überqueren sollte, dass man sich Krishna hingibt. Okay, ich habe es verstanden. Es gibt mir nur Leid. Wenn ich glaube, wie ich, weil warum mache ich irgendwas so, wie ich es mache? Weil ich denke, dass ich nachher glücklicher bin als vorher. Das ist die Motivation, aber es stimmt leider nicht. Es passiert halt einfach nicht. Weiter du was, ja, Heinz. Wenn man seine Nägel kaut, dann sollte man nichts angreifen damit. Ne? Was wir mit den Händen alle machen, ja?
Das ja. Ganze Druck aus. So. Die Zaberducker durchgehen, Opa da war eine. Jetzt das ganze Leid ist weit weg. Warum? Ich habe deine Füße akzeptiert, Krishna. Das Leid ist verschwindet, das kann nichts, das hat nichts mehr dazu, es verdunstet einfach. Ne? Krishnas Einfluss vertreibt all das Leid. Dieses Warum, das sind keine gewöhnlichen Krishnas Lotusfüße. Das ist nichts Gewöhnliches. Rama Devi, das ist Lakshmi Devi, Rama ist ein Name von Lakshmi. Die Glücksgöttin, sie hat Tapasya ausgeführt, um diese selben Füße zu erlangen. Alle verehren im Universum Lakshmi. Lakshmi, sie ist die höchste Göttin im Universum. Alle verehren sie, aber sie macht Tapasya, um Krishna zu erlangen, um Bhagavan zu erlangen, die höchsten Lotusfüße von Bhagavan. So genau diese selben Lotusfüße, die Rama Devi erlangt hat durch Tapasya, die akzeptiere ich, sagt Bhaktivinoda Thakur. Und dieselben Lotusfüße, die Shiva, wodurch Lord Shiva sein Shivatvan, Shiva bedeutet Glück verheißend. Das ist der Name von Lord Shiva. Warum hat er den Namen bekommen? Weil er die Ganga auf seinen Kopf genommen hat. Ne? Ganga ist das Wasser, das die Lotusfüße von Vamandev, von Vishnu gewaschen hat. Und dieses Wasser hat Lord Shiva auf seinen Kopf genommen, dadurch ist er Shiva geworden. Shivatva Labhila. Das ist Krishnas Charanamrita. Genau diese Lotusfüße, die so heilig sind, dass sie sogar Shiva noch glückverheißend machen, die akzeptiere ich. Jepada Labhya Brahma Krit Artha Haila. Diese Lotusfüße, die Brahma, zu denen Brahma gebetet hat, die Brahma seine Kraft gegeben haben, dieses Universum zu schaffen. Die Lotusfüße akzeptiere ich. Und genau diese Lotusfüße, die Narad Muni in sein Herzen trägt, die genau diese Lotusfüße nehme ich. Seseya Bhaipada Shirete Dharya. Genau diese Lotusfüße, die frei sind von Angst, die trage ich auf meinem Kopf. Und Parama Ananda Nachi Padaguna Gaya. Mit höchster Freude tanze ich und singe über diese Lotusfüße. Das ist doch ein nices Leben, ne? Bhaktivinoda Thakur schreibt es hier. Sansara vipada hote avashya udhar. Die Probleme von dieser materiellen Welt, du wirst mich sicher davon befreien. Ich weiß es. Bhaktivinoda opada karibetumar. Bhaktivinoda weiß, diese Lotusfüße, die all diese großen Persönlichkeiten im Universum verehren und schätzen und einfach im Herzen bewahren. Genau, die werden mich von allen Problemen lösen, befreien, ich weiß es, beschützen. Ich mache mir keine Sorgen. Deswegen, tanzen kannst nur, wenn du keine Probleme hast. Sonst kann man nicht tanzen. Ne? Wenn du gerade irgendwelche Riesenprobleme hast, auch wenn die anderen tanzen, kannst du nicht tanzen. Ne? Aber wenn du gerade im Lotto gewonnen hast, braucht dann niemand sagen, dass du tanzt, dann tanzt einfach, bist happy. Ich meine, das ist jetzt nicht, dass es jemanden happy macht, Geld, aber weil man einfach, okay, so, okay, im Lotto kannst du ein paar Millionen gewinnen, aber du gewinnst die Lotusfüße, die das ganze Universum verehren. Na, wie tanzt du dann? Ne? Deswegen Bhaktivinoda Thakur sagt, genau diese Lotusfüße, die habe ich auf meinem Kopf und ich tanze und singe über sie. Das ist ein nices, sehr schönes Lied, nämlich einfach bei Krishna Zuflucht nehmen, ne? Krishna akzeptieren als seinen Beschützer. Das ist das Goptritva Varanam. Krishna als den Beschützer zu akzeptieren, das ist der Zentrale. Oder nur Krishna zu akzeptieren, bei Krishna Zuflucht zu nehmen, das ist das Zentrum von der Hingabe. Okay, nehmen wir Krishna Zuflucht. Und dann die Probleme, die verschwinden dann. Weil Krishna hat auch noch was zu sagen in diesem Universum. Er sitzt in jedem Atom und kontrolliert alles. Er kontrolliert sogar die Zeit, ne? Er kontrolliert das Karma. Das Karma kann niemand zerstören. Ne? Karma alles in Gefangen nehmen, Karma. Yastvindra gopa matavendra mahoswa karma bandhanu rupam palabhajanam atanoti karmani nirdhati kintu jabhakti bhajam govindam adipurusham tamam bhajami. Indra ist gefangen, sein Karma ist Indra.
Das Insekt ist gefangen in seinem Karma als Insekt. Beide kommen nicht raus. Obwohl Indra muss so viel genießen und muss die Position haben, kommt nicht raus aus seinem Karma. Das Insekt, wo jeder draufsteigen kann, kommt auch nicht raus. Und wer gibt's? Krishna gibt's, Govinda gibt's. Aber Karmani Nirdehati Kintuja Bhakti Bhajam, weil jemand, der Bhakti Bhajam wird, jemand, der voll ist mit Bhakti, Krishna verbrennt sein ganzes Karma zu Asche. Bleibt nichts über. Das kann nur Krishna. Man kann sein Karma nicht einfach so ändern, nur weil es mir gerade nicht passt. Das funktioniert nicht. Das kann Krishna machen. Und er macht es auch. Aber die Qualifikation ist, dass man sich hingibt. Dass man zu Krishna kommt, hier, Sakala Chadiya Dua Charana Kamal. Ich habe alles, ich gebe alles dir. Gehört alles, was ich, alles, was mir gehört. Amara Police, Polita Kitschu. Bhaktivinoda Thakur sagt ein anderes Lied. Amara, wie geht das? Amara Polita Prabhu Ar Kitschu Nai. Alles, was ich meine nenne, nichts davon gehört mir. Ich denke, es ist mein Auto, meine Frau, meine Familie, meine Kinder, mein Haus, mein Land, mein was ich was. Von dem ganzen Mein, nichts gehört dir. Alles gehört dir. Tumi Amara Matra Pati Bandubai, meine Apita, Pita Bandubai, mein Vater, meine Freunde, meine Mutter, alles was, alles bist du und alles Bandudara Sutta Sutta Tava Dasi Das, meine Freunde, meine Familienmitglieder, meine Frau, meine Söhne, meine Töchter, alles sind deine Diener und Dienerinnen. Muss man mal so. Seto Sambandha Sabe Amara Prayas. Und ich kümmere mich um sie, aber das ist meine Beziehung dazu, das ist die Grundlage. Okay, das sind meine Familie, ich kümmere mich darum, ich nehme die Verantwortung, aber ich weiß, die können dir, das ist deine Familie. Und das ist nice, das ist Bhaktivinoda Thakur, Sharanagati Songbuch, ne? Das ist wirklich, das gibt uns, wenn man das immer wieder liest und darüber meditiert und dann im Leben anwendet, wird man sehen, wie Krishna sich manifestiert hier. Überall. Und im Bhagavatam, das ist nämlich auch nice, über Krishnas Lotusfüße, Bhagavans Lotusfüße. Kapila Dev gibt es, Bhaktivinoda Thakur hat in seinen Liedern die Essenz von den ganzen Schriften zusammengenommen. So in ein paar simplen Worten hat er so viel Wissen reingepackt. Ne? Auch Narottam Thakur, die Lieder sind ganz simpel, aber da ist alles Wissen aus den Shastras und so. Kapila Dev sagt auch, wie man hingebungsvollen Dienst darbringt, wie man aus dieser materiellen Verstrickung rauskommt, und es ist immer dasselbe. Wie kommst du raus? Indem du an Krishna denkst, indem du seinen Namen chantest, das ist an Krishna denken. Das ist das, wie man hier rauskommt aus dieser Welt. Ne? In allen Shastras immer wieder die Lösung ist die gleiche. Okay, denk an Krishna. Krishna sagt es selber, denk an mich, Man Mana Bhava, Mat Bhakto. Denk an mich, wer mein Bhakta. Und du kommst zu mir, ich verspreche dir es. Krishna verspricht es selber. Und hier Kapila Dev sagt es auch. Wenn man hier, und er sagt, wenn man seinen Geist auf den Herrn fixiert, dann sollte man so meditieren, dass man nicht den ganzen Herrn sieht, sondern Detail für Detail. Nice Meditation, wenn man das wirklich machen kann. Man kann auch Harinam chanten, Japa chanten und einfach meditieren. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hat was Nices gesagt. Er hat gesagt, wenn du Japa chantest und die Japa mal in deinen Fingern hältst, dann meditier drüber, das sind die Lotuszehen von Gauranga Mahaprabhu. Und chant einfach Harinam auf denen. So, man kann drüber meditieren. Und Bhagavatam sagt, Kapila Dev Sanchintayat Bhagavatas Charanaravindam Vajrankusha Dvaja Saroru Lanchaladhyam Uttunga Raktavila Sannaka Chakravala Jyotsnabhir Ahata Mahat Dhridayandakaram. Man sollte über diese Lotusfüße Sanchintayat Bhagavatas Charanaravindam. Man sollte sich konzentrieren auf die Lotusfüße des Herrn. Ich glaube, im nächsten Vers sagt er das. Dhyayet Chiram, im nächsten Vers sagt er, Dhyayet Chiram, man sollte lang drüber meditieren. Nicht nur so einen Augenblick.
Man sollte sich Zeit lassen. Bhajan, Bhakti, da braucht man einfach Zeit dazu. Wenn man da gebunden ist und jetzt habe ich noch 5 Minuten und jetzt schnell, zack, zack, es geht schwierig. Man kann natürlich den ganzen Tag an Krishna denken, kein Problem. Aber es ist nicht so leicht auch. Ne? Aber wenn man zusammen ist mit Vaishnavas und mal Zeit hat, dann kann man da wirklich länger drüber nachdenken. Samchintayat Bhagavatas Charanaravindam. Denk an die Lotusfüße vom Bhagavan. Vajra, da ist der Donnerkeil. Vajra, ein Symbol davon ist Vajra. Vajra ist Lord Indras Waffe. Und diesen Vajra, Indra hat ihn verwendet, um die Berge zu zerstören. Ne? Man kann einen ganzen Berg damit sprengen. So, wir haben Berge von Sünden in uns angesammelt im Herzen. So, diese Vajra an Krishnas Lotusfüßen zerstört das alles. Ich denke, dass das dein. Ja, Prabhupada schreibt da jetzt nicht drüber, aber andere Kommentatoren schreiben da drüber. Krishnas Vajra, das Symbol, wenn man drüber meditiert auf Krishnas Lotusfüßen, ist dieses Donnerkeil. Durch die Meditation über diesen Vajra, über das Symbol, zerstört man seine ganzen Sünden. Die können wie ein ganzes Gebirge sein. Und dann Ankusha. Ankusha ist der Elefantenhaken. Und diesen verrückten Elefanten, der unser Geist ist, da einfach einmal im Zaum zu halten. Ne? Weil der möchte sich nicht benehmen. So, wie man das macht, man meditiert über Krishna. Kali Yuga, Meditation über Krishna ist Harinam, den man Hare Krishna chantet und das ist Meditation über Krishna. Aber man kann sich es auch visualisieren, wenn man sich die Zeit nimmt und da mal reingeht und bittet den Herrn, dass er sich auch zeigt. Er ist eh schon im Herzen. Und es ist so finster in unserem Herzen. Ne? Und es ist so viel andere Sachen da, dass wir Krishna nicht sehen. Und Dvaja ist die Flagge von Krishna. Saroruha, also Lotusblume, so all diese Dinge, wenn man darüber meditiert. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Flagge ist. Müsste ich mal. Lotusblume hat viele Bedeutungen. Das ist Bhakti auch. Das ist, wenn dieses Glück aufblüht, so wie die Lotusblume aufblüht. Ne? Na, ist was anderes, aber müsste ich jetzt schauen. Aber all diese Symbole. Utunga Ahata. Diese Finsternis in unserem Herzen wird vertrieben von den 10 Nägeln von Krishna. Die strahlen so, dass diese ganze Finsternis sich einfach vertrieben wird. Ne? Die sind wie eine Reihe von Monden. Wie wenn der Vollmond aufgeht, dann kannst du sogar Zeitung lesen im Mondlicht. Aber Krishnas 10 Nägel sind wie Millionen von Monden. So diese Finsternis aus dem Herzen wird einfach vertrieben, wenn man darüber meditiert. Wenn man. Yes. In other words. Krishna Prabhupada sagt in anderen Worten, man sollte seinen Geist zuerst auf die Lotusfüße des Herrn fixieren, wenn man frei werden möchte von der Dunkelheit der Ignoranz in der materiellen Existenz. Wenn man rauskommt, selbe Bhakti und Thakur in dem Lied. Ich habe es verstanden, ich bin jetzt zu dir gekommen, ich gebe dir alles. Und ich weiß, die Lotusfüße werden mich beschützen. Mach mir da keine Sorgen. Und diese Lotusfüße werden die Dunkelheit auch vertreiben. Yat Sarit. Paravaradokena, Tirtena Murtna Tikritena, Shiva Shivo Abhut, Dhyaturmana Shamala Shaila Nisrishta Vajram, Dhyayet Chiram Bhagavatas Charanaravindam. So, man sollte lang drüber meditieren. Dhyayet Chiram. Meditiere einfach lang drüber. Über diese Lotusfüße des Herrn. Jetzt Chocha Nisrita Sarit. Pravaradukena, aber dieses Wasser, das da kommt von den Lotusfüßen, das ist Ganga. Das ist Ganga Devi, das ist das Wasser, das Krishnas Lotusfüße berührt hat. Und Lord Shiva trägt es auf Tirtena Murtna Adikritena Shivo, Shivo Bhut. Shiva ist Shiva geworden wegen dem Wasser auf Ganga Wasser auf seinem Kopf.
Achiva hat es mit allem Respekt, hat er die Gange empfangen. So deswegen, diese Meditation über die Lotusfüße von Krishna zerstört einfach diese riesigen Berge von Sünden, die man sich angesammelt hat, und Berge vom falschen Ego auch, die zwischen uns und Krishna stehen. So deswegen Bhaktivinoda Thakur, sehr nice Lied. Wenn man mal versteht, dass man, wo man Zuflucht suchen sollte und wie freudvoll das ist, seine Unabhängigkeit aufzugeben. Man denkt eigentlich, die meisten denken umgekehrt. Es ist freudvoll, unabhängig zu sein und zu machen, was ich möchte. Aber es ist genau das Gegenteil. Das ist wirklich eine Freude, wenn man sich hingeben kann. Das ist Paramananda Nachi. Bhaktivinoda Thakur tanzt in höchster Freude nachher. Und die Devotees, die das machen, die tanzen alle in höchster Freude. Niemand, der sich Krishna hingibt, ist depressiv. Das geht gar nicht. Niemand, der den Vaishnavas dient, ist unglücklich. Habe ich noch nie gesehen. Das geht nicht. Ich habe es schon öfters erzählt, aber das war die kürzeste Lecture meines Lebens in Pula. Die hat so 15 Sekunden circa gedauert und hat auch ein Sadhu Maharaj, Bhakti Prasad Sadhu Maharaj, hat einfach gesagt, wir haben keine Zeit gehabt, wir wollten auf Kirtan gehen, aber gesagt, Harikatha muss sein. Okay, Harikatha muss sein. Hat sich hingesetzt. Diejenigen, die den Vaishnavas dienen, sind glücklich, andere nicht. Das war's. Those who serve Vaishnavas are happy, others not. Das war's einfach. Diejenigen, die den Vaishnavas dienen, die sind glücklich und die anderen nicht. Finished. Und das ist so. Ich habe noch keinen Vaishnava gesehen, der den anderen Vaishnavas dient, der irgendwie unglücklich wäre oder irgendwie depressiv wäre oder irgendwie mental da nicht. Da irgendwie gestört. Wer jemand, der Vaishnava Seva macht, vom Herzen, der ist happy. Und dieser Vaishnava Seva zerstört dir alle Hindernisse auf dem Pfad von Bhakti. Wenn man an die Vaishnavas denkt, was wollen die Vaishnavas? Was isst er gerne? Was isst sie gerne? Was mag die? Wenn man so denkt und für die Vaishnavas da ist. Mahaprabhu selber hat das gemacht. Er hat jedem Vaishnava das gegeben, was er mag. Der mag mehr Sweets. Krishna hat ihm extra, Mahaprabhu hat ihm mehr Sweets gegeben. Er mag mehr Bitter. Mahaprabhu hat gewusst, das Herz, wenn man an die Vaishnavas denkt, Krishna ist happy. Das sind Krishnas Kinder, ne? So, Vaishnava Seva ist der Punkt. Und diese Hingabe auch zu Krishna, die zeigt sich auch in der Hingabe zu den Vaishnavas. Hingabe zu Guru, Hingabe zu den Vaishnavas, da wird es echt. Aber zu Krishna kann man sich hingeben, das kann man auch irgendwie, kann man auch spielen, ne? Da kann man auch was vormachen. Aber zum Beispiel die Hingabe zu den Vaishnavas, die ist in der Welt, weil wir haben mit den Vaishnavas zu tun, wir haben nicht so viel mit Krishna zu tun. Festival ist mit Vaishnavas, Sadhu Sangha ist mit Vaishnavas, Kirtan ist mit Vaishnavas. Es geht immer um Krishna. Ne? Vaishnavas Sangete Manana Dityana Chan Tara Hoi Krishna Parasanga. Vaishnava Gemeinschaft ist immer happy, weil es immer um Krishna geht. Aber wir haben es mit den Vaishnavas zusammen. Ne? So dieser Dienst zu den Vaishnavas, diese Ergebenheit zu den Vaishnavas, das ist der Schlüssel. Das ist die Eintrittskarte in die spirituelle Welt. Wenn man das mal verstanden hat, so wie Bhaktivinoda Thakur, Ekana Bhujino Prabhu, jetzt habe ich es verstanden, dann tanzt man in Freude. Wenn es irgendwann, es dauert. Wir machen das ja schon, wir sind ja schon Leben für Leben Maya das. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir uns diese Maya hingeben. Nicht? Das haben wir schon Leben für Leben gemacht. Und irgendwann haben wir gecheckt, was durch die Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava, denken wir, mein Gott, was habe ich gemacht? Ne? Nicht ein Leben, nicht 100 Leben, tausende Leben. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Leben Maya gegeben. Ne? Aber jetzt, das gebe ich Krishna. Wenn man zu dem Entschluss kommt, dann Krishna hilft, er übernimmt, er beschützt dich. Und nach dem Tod werden wir es wissen. Vorher auch schon. Vorher, Bhaktivinoda Thakur. Wenn man es macht, das ist nicht was man theoretisch, das ist nicht viel Wissen. Okay, Krishna ist mein Beschützer. Das ist jetzt nicht irgendwas Kompliziertes. Das ist jetzt nicht was man nicht verstehen kann. Das muss man einfach machen.
Das gibt es nichts anderes. Wenn man es praktiziert, okay, Krishna, ich gebe mir jetzt dir hin, ich gehöre dir. Jetzt mach du. Ich mache alles für dich, aber ich habe aufgehört, an mich zu denken. Ich gehöre jetzt dir. Das ist wunderschön. Das ist Hingabe. Und dann beginnt diese Beziehung auch mit Krishna, wird ganz anders. Ne? Krishna erscheint ja auch. Krishna hilft dir dann. Er hilft dir durch den, durch den, durch den. Von überall kommt Krishna und hilft dir dann auch. Er manifestiert sich überall. Du kannst ihn überall sehen. Dann bist du auch immer happy, was du überall Krishna siehst. Dann ist diese materielle Welt, die Krishna als leidvoll bezeichnet, wird freudvoll, weil du einfach siehst, Vishvam Purna Sukhayate, das Universum ist voller Happiness, weil Krishna alles lenkt. Sonst, wenn man sich nicht hingibt, ist das Universum einfach nur schrecklich. Weil alle zermahlen werden von der Zeit. Ne? Aber dann werden alle von Krishna. Dann macht Krishna alles, dann ist es nice. So, ein kleiner, ganz ich geplant, ich wollte einfach über Bhakti Jiva und Janardhan Goswami Maharaj ursprünglich was sprechen. Eine große Seele, völlig hingegebene Seele. Er ist mit 8 Jahren zu Prabhupada gekommen oder 7 oder je nachdem, was halt ist, nicht bekannt ganz, aber er ist als Kind gekommen zu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur und hat einfach sein Leben gegeben. Und das war's. Und ist geblieben, das ganze Leben in diesem Vorgang, hat wirklich alles gegeben. Und er hat immer den Vaishnavas gedient. Das war es. Er mit den eigenen Händen hat der Prasadam ausgeteilt, hat sich gekümmert um die Vaishnavas. Hat immer den Kühen gedient auch. Er hat das auch gern gemacht. Tempelkühe gehabt, er selber gefüttert und selber Service gemacht zu den Kühen. Er hat selber einen Blumengarten angelegt und hat selber Girlanden gemacht und sie zu Radha Krishna geopfert. Die sie halt am liebsten haben, die Blumen, so Malatiramala, die Maltimala, Jasmin gelandet, die sind diese ganz kleinen weißen duftenden Blüten. Hat einfach gerne gemacht und zu Radha Krishna geopfert. So, er war ein Beispiel für diese Hingabe. Und er war immer auf Radharanis Seite. Er hat immer Radharani. Radharani ist Bhagavan. Bhagavan ist Krishna nur, solange Radharani nicht dabei ist. Das war so was. Wenn Radharani am Schauplatz erscheint, dann Krishna verliert all seine Kraft. Und hat überhaupt nichts mehr. Die Kuhhirtenjungen, manche von Krishna, die sagen, Krishna, wir haben gedacht, du bist so powerful. Die surrendern danach zu Radharani. Die sehen, oh, Krishna hat gar nichts zu sagen, wenn Radharani kommt. So, Radharani ist Purna Shakti. Es ist die komplette Energie von Krishna. So deswegen, was ist Krishna ohne seine Shakti? So wie die Sonne ohne Sonnenschein und ohne Hitze bleibt nicht viel über, so Krishna ohne Shakti. Aber natürlich, Radharani ist nicht verschieden von Krishna. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasma. Das ist Krishnas Energie. Deswegen, wir feiern beide. Guru Maharaj hat uns gesagt, wir sollen Radha Krishna feiern. Wir sollen weder Radharani alleine feiern, noch Krishna alleine feiern. Wir sollen Radha Krishna feiern. Und das ist Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Radha Krishna. So, Srila Bhakti, Jiva Janardhan Goswami Maharaja ki jai. Wir beten um seine Barmherzigkeit. Er war wirklich außergewöhnlicher, rassiger Vaishnava. Er hat diese, all das, was er, ich habe es von Vishnu Pujabhat Vishnu Maharaj gehört, alles, was er gesagt hat, war verwirklicht. Das ist alles mit Gefühlen, er konnte gar nicht anders sprechen. Alles, was er Bhagavatam, alles, was er erzählt hat, das war mit Verwirklichung. So, das ist, was wir im Bhakti brauchen. Was Echtes, ne? Wir brauchen keine Theorie, wir brauchen Praxis, wir brauchen Verwirklichung. Und eben Srila Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj war das. Und wenn er irgendwo hingekommen ist, hat er einfach nach Brajmandala gekommen ist, ist er einfach am Boden gerollt und hat geweint nach Radha Krishna. Das war einfach echt, das war keine Show. Das wünsche ich mir, dass man solche Personen erleben, dass man solche Personen trifft und von denen die Segnungen kriegt. Die sind ja auch immer da. Deswegen an Erscheinungstagen, Verscheidungstagen sind sie noch barmherziger und wir bitten einfach, dass sie uns einen Tropfen geben von dieser Gefühlen, von dem Bhava, von der Entschlossenheit, von dieser Überzeugung, dass man einfach weitermachen können. Bis zum letzten Atemzug. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen machen.
Wenn man sein Leben Krishna gibt, Bhakti Thakur sagt, kein Problem. Alle Probleme können dir, Krishna, ich habe kein Problem mehr. So. Mancha Kalpataruvascha, Kripa Sindhu Veva Cha Patitanam Pavane Vyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha.